Ja, weiter geht es mit Schritt 61. Das nächste Bauteil, deswegen schiebe ich die wieder mal ein bisschen zur Seite. Ich habe meine Bauteile schon rausgesucht, meine Einzelteile. Da kommen auf dieses Teil einfach die beiden Noppen drauf. Die hätten wir ruhig jetzt auch am Stück machen können. So, das war auch schon Schritt 61. Dann haben wir hier Schritt 62. Benötigen wir zwei von den einzelnen gelben. Dieses eine Teil mit dem, ich kann Haken, ich kann eine Öse, ich weiß nicht, wie man es bezeichnet. Und einmal hier so einen, Krähenfuß, keine Ahnung. So, jetzt kommt dann dieses Teil von unten. Einmal das, wo man was dran stecken kann. Dann dieser Fuß, ne, der hebt nicht ganz so gut. Und die beiden Einzelteile kommen dann hier hinten dran. So. Das war Schritt 62, gehen wir weiter mit 63. Da brauche ich jetzt einmal dieses graue Teil, das in alle Himmelsrichtungen Noppen dran hat. Und zwei von diesen, die hinten offen sind. Und da stecke ich jetzt einfach dieses Teil einmal hier drauf, auf die hintere Noppe, beziehungsweise sonst bekomme ich das gar nicht mehr drauf. Ich muss zuerst das da drauf stecken, so, und dann kommt das am Stück da drauf und von hinten drauf das andere graue. Ging jetzt auch ziemlich leicht. Weiter zu Schritt 64. Einmal bei den zackigen. Dann brauche ich zwei von den goldenen, die leicht abgestreckt sind, aber auf der Oberfläche glatt. Davon kommt eins da oben drauf. Das hebt nicht so, wie ich es gern hätte. Deswegen drehe ich jetzt dieses Teil einmal um 90 Grad. In der Hoffnung, dass es dann besser hebt. Ja, hebt wesentlich besser. Halt, so rum. Ja, aber hebt besser. Von vorne drauf, mit der geraden Fläche oben, das andere dreieckige. Und mit der kurzen Zacke nach hinten das oben aufstecken. Dann geht es schon weiter zu Schritt 65. Brauche ich nochmal eins von diesen glatten. Eine so eine Kralle. Könnte man auch einen schönen Vogel draus bauen. Aber wenn ich mir das Bild jetzt ansehe, dann wird das kein Vogel, wenn ich dieses Teil noch habe, sondern das Ganze sieht schon viel eher nach einem Drachenkopf aus. Das vorne drauf. So. Schritt 66, einmal rechts, einmal links, zwei von diesen Krallen und
entfernt zwei von diesen. Besonders gut haftenden Teilen. Ich nehme dieses. So. Da wird jetzt an die Kralle das Teil angebracht und das Teil. Und dann muss ich das Ganze einmal gespiegelt machen. Das muss einmal so und einmal so. So, jetzt habe ich zwei Teile, von denen ich eins dann auf eine Seite drauf klipse. Das hebt nicht besonders gut. Und eins auf die andere Seite. Und das sieht im Drachenkopf jetzt immer ähnlicher. Damit kann es weitergehen zu Schritt 67 und in dem Schritt wird einfach nur der Drachenkopf auf dem Boot befestigt. Weiter zu Schritt 68. Eins davon. Jetzt habe ich hier dieses einzelne Teil. Das ist das einzige von denen, die existieren. Eine Kralle und ein weiteres von diesen Teilen. Und dann wird auf das hier jetzt mit der kurzen Spitze hier an dieser Rolle ist aufgesetzt. Dann nach vorne einmal die Kralle und nach hinten das, und das wird auch einfach nur aufgesteckt, hebt nicht besonders gut, wackelt arg, naja. Und wir können zu Schritt 69 weitergehen, der ziemlich simpel ist, denn er besteht aus dem Fass, der Kiste. Und wenn ich ihn denn finde, ja, den Deckel vom Fass. Fass und Kiste werden einfach nur hier aufgesteckt. Und wir können zu Schritt 70 weiter. So. Dann benötige ich einmal dieses Teil. Und einmal dieses Teil. Außerdem mit 10 Mappen. Dann sind es die hier. Zwei von denen. Ja, da geht es jetzt auch schon wieder an das nächste Bauteil. Mit Schritt 70 mache ich dann im nächsten Video weiter.